Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo, wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Oh Baby. Heute mit dem Thema Weinen nach oder beim Sex. Wir haben so viele Sprachnachrichten von euch dazu bekommen. Also fast rekordverdächtig, möchte man sagen, was uns tatsächlich sehr überrascht hat. Also es scheint tatsächlich ein riesengroßes Thema zu sein, was wir so wirklich nicht vermutet hätten. Ich bin jetzt auch schon ganz gespannt, was du, liebe Maya, zu dem Thema zu sagen hast. Wir haben nämlich nur ganz kurz drüber gesprochen und gemeint so, nee, wir behalten uns das alles für die Folge, um uns gegenseitig auch noch so ein bisschen zu überraschen. Wir sprechen eben heute in dieser Folge über unsere eigenen Erfahrungen mit dem Thema Weinen beim Sex, Weinen nach dem Sex. Es geht ganz viel um Freudentränen, also um Tränen vor lauter Liebe, vor Emotionen, wo man einfach durch das Weinen dem Glück Platz schafft. Aber es das hast geht du jetzt auch aber schön um Tränen gesagt. Vor. Ne? Ja. Du, das ist aber, sind aber auch alles Zitate von den, das sind alles Zitate von den Oh-Baby-Hörern. Vielen Dank an euch an dieser Stelle. Ja, von diesen wahnsinnig vielen Sprachnachrichten. Aber es geht eben auch um Tränen vor Enttäuschung und Trauer. Und natürlich stellen wir uns auch die Frage, weinen eigentlich nur Frauen nach dem Sex gelegentlich oder tun das auch die Männer? Und wir haben diesmal wieder unseren jungen Single-Stecher Erik zu dem Thema befragt. Hast du auch wieder schön gesagt, den Stecher. Wir haben noch eine Bitte an euch. Bei einer Folge, die demnächst kommen wird, geht es um Schwangerschaftsabbrüche oder Schwangerschaftsabbruch, Abtreibung. Und da sind wir noch auf der Suche nach Sprachnachrichten von Frauen und natürlich auch von Männern zu diesem Thema. Wenn ihr da was dazu habt und was zu sagen könnt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns die schickt an das Oh-Baby-Handy. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Und wenn ihr uns gerne hört und es cool findet, was wir hier so machen, dann könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns abonniert in eurer Podcast-App auf iTunes oder auf Spotify. Und am allerbesten uns auch noch eine Bewertung schreiben, denn wir lesen uns das nämlich immer regelmäßig durch und freuen uns dann ganz arg über eure ganz lieben Worte, die ihr uns da so schreibt. Pusht in der Regel dann auch immer mal wieder und es gibt natürlich Aufwind für neue Folgen. Hast du auch schon mal Freudentränen deswegen vergossen? Also es geht mir ja tatsächlich schon ziemlich nah. Also sowohl, wenn jemand was Schlechtes sagt, wie aber natürlich auch, wenn jemand was ganz, ganz Tolles sagt und uns bewertet. Es berührt mich dann schon sehr, es geht mir schon ziemlich nah, aber also deswegen heulen musste ich jetzt, nee, eigentlich noch nicht. Das hätte mich jetzt auch so stark gewundert. Ja, also. Oh ja, Isa, jedes Mal, wenn ich irgendwie auf iTunes lese, oh Maja, du bist so toll, dann Flenniche Bach. Sag, kennst du den Ausdruck? Flenniche Bach oder Flenne Bach? Nee. Das sagt man bei uns immer. So sagt man als, ja, ist schon lange her, dass ich das gehört habe. Bei uns man dann heulig wie ein Schlosshund. Ja. Das kennst du aber, oder? Das ist nichts Besonderes. Ja, das kenne ich. Okay, also bei den positiven Reviews oder auch den negativen musst du nicht heulen. Und wie ist es jetzt beim Sex? Ich bin schon mega gespannt auf deine Antwort, weil du immer so rumgedruckst hast. Um mal direkt aufs heutige Thema zu kommen, hast du beim Sex schon mal geweint? Nee. Never. Also weder nach einem Sex mit einem Mann, also da, nee, also mit einer Frau habe ich ja noch keinen gehabt, aber nee, also ich musste tatsächlich noch nie nach, während oder vor dem Sex heulen, also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Allerdings liefen sie mir schon mal, als ich es mir selbst gemacht habe. Und es passiert doch das ein oder andere Mal, quasi dann kurz vorm Höhepunkt, dann bin ich quasi, haha, pass auf Wortwitz, doppelfeucht. Den habe ich mir wohl überlegt an dieser Stelle. Ja. Oben und unten. Okay, krass. Ja. Wieso, wenn du's, okay, das musst du mir erklären. Ich musste tatsächlich, oder beziehungsweise habe auch recherchiert, weil ich keinen blassen Schimmer habe,
Und tatsächlich liegt ja die Betonung auch auf habe, wieso das so ist. Ich habe tatsächlich bei der Recherche auch andere Frauen gefunden, denen es ähnlich geht, dass sie dann quasi kurz vorm Höhepunkt oder beim Höhepunkt auch dann die ein oder andere Träne vergießen. Also nicht, dass sie jetzt da sitzen und heulen, sondern da drückt es ein bisschen was raus. Mhm. Das ist quasi... Die Augen werden einfach feucht. Ja, es ist so ein extremer Höhepunkt und dann kullert die eine oder die andere Träne runter, aber die wischst du weg und alles ist gut. Es ist einfach nur eine, diese Ekstase, keine Ahnung, aber so... Aber ist es was Positives oder ist es so, dass du jetzt so frustriert bist vielleicht, weil es vorbei ist oder weißt du, was ich meine? Schade, schon wieder vorbei. Jetzt nehmen wir die linke Hand und machen das nochmal. Nee, ich denke, das ist tatsächlich eher mit einem freudigen Ereignis damit zu tun. Es ist ein freudiges Ereignis, dass ich zum Orgasmus gekommen bin. Das klingt auch super. Ich habe keine Ahnung, wie ich dir das erklären soll. Aber ich glaube eher, dass es was Positives ist. Also nicht was Trauriges, so auf die Schiene, dass es jetzt vorbei ist, sondern das ist eher ein positives Erlebnis und deswegen kommt vielleicht die ein oder andere Träne raus. Aber wie ist es denn jetzt bei dir? Hast du schon mal nach dem Sex oder auch wenn du es dir selbst gemacht hast, geheult? Ja, hab ich. Sonst hätte ich das Thema auch gar nicht vorgeschlagen. So ein bisschen. Wie komme ich wohl auf dieses Thema? Ja, es ist mir tatsächlich schon mal passiert. Es ist mir sogar schon zweimal passiert, bei zwei verschiedenen Männern. Und es war jedes Mal wirklich, also das war bei beiden Malen, wenn ich so, das kann man auch, es ist auch ganz schwierig, das zu erklären, aber du bist halt gekommen und es war einfach ein wahnsinnig gutes sexuelles Ereignis. Also der Sex war wahnsinnig gut und man liegt dann so da und es fällt alles von einem ab und man ist einfach nur in diesem Moment, man schwebt so, weißt du, man ist einfach gar nicht mehr da und ist so glücklich und so, man ist so voller Liebe, dass man irgendwie platzt und dann schwappt halt das über in Form von Tränen. Boah, das klingt total schön. Es ist mega schön und das ist auch so ein, also das ist wirklich, also ich finde, das ist die maximale Bestätigung für einen Mann, wenn die Frau nach dem Sex vor Freude, vor Emotionen eben feuchte Augen hat. Und das ist genauso auch bei mir gewesen, wie du das gesagt hast. Du flänzt da jetzt nicht so, dass du so, ja, also so einen emotionalen Ausbruch hast, sondern die Augen werden einfach feucht und man muss die sich dann, ja, man ist dann wirklich oben und unten feucht und während man sich unten gerade noch das Sperma wegwischt, kann man halt oben auch mal die Tränen dann noch wegwischen. Hm. Was ich auch so spannend finde an der ganzen Geschichte ist, dass das mit meiner ersten richtig großen Liebe passiert ist. Mhm. Das ist halt so der Mann gewesen, wo ich zuerst dachte, oh, den werde ich heiraten, mit dem werde ich Kinder kriegen. Wie alt warst du da bei und dieser Vorstellung? 21. Mm, okay. Mhm. Ja. Und mega, mega in love mit diesem Typen gewesen. Und wir hatten auch extrem guten Sex. Der war immer richtig, richtig gut. Der konnte auch wahnsinnig gut küssen, der Typ. Und da war das einmal so, dass ich halt auch völlig fix und fertig war und überhaupt nicht mehr wusste, wohin mit mir. So mein ganzer Körper, kennst du das, wenn du so einen guten Orgasmus hattest, dass dein ganzer Körper so extrem berührungsempfindlich ist? Ja. Dass man dich kaum anfassen darf, also eigentlich gar nicht mehr anfassen darf. Ja, und ich lag da so vibrierend irgendwie noch. Und da musste ich eben heulen bei dem, der hat super komisch drauf reagiert. Also das dachte wollte ich halt jetzt irgendwie, wissen. Wie haben die denn reagiert? Also er hat gedacht, er hat mir wehgetan und war halt total besorgt. Oh je, Isa, hey, was ist denn los? Tut mir leid, was habe ich getan? Und es war mir dann auch, ehrlich gesagt, ziemlich peinlich, ihm zu sagen so, es ist nichts. Ich bin nur so emotional, weil das war so schön. Ja, ist mega kitschig. Ich habe auch gedacht, um Gottes Willen, ey, was ist los mit mir? Bekomme ich meine Tage oder so, weil ich bin schon, also bei mir trifft es total drauf zu, dass wenn ich meine Tage habe, dass ich dann super emotional bin. Mhm, dito. Hat aber nichts damit zu tun gehabt, ne? War einfach nur, weil es einfach so gut ist. Und das zweite Mal war das, beziehungsweise, warte mal, ich glaube, das hatte ich mit meinem jetzigen Mann, hatte ich das sogar schon öfter. Echt? Mindestens zweimal mit ihm, ich glaube sogar dreimal. Also ist er das gewohnt, ja, wenn du jetzt auf einmal so ein bisschen weinst danach? Ja,
Ja, der weiß schon Bescheid. Hat er direkt schon mal nicht so die klassischen Tissues für die Wichse danach, sondern eher so die klassischen Tissues für die Tränen der Frau, um sie danach wegzuwischen. Die extra weichen. Oh. Genau. Also du glaubst tatsächlich, dass es bei dir so ein bisschen an der emotionalen Schiene, also dass es bei dir daran liegt, weil du so emotional bist. Also ich bin generell ja auch voll der emotionale Mensch und ich habe mir zuerst überlegt, also ich habe mir schon gedacht, dass das bei dir noch nicht so passiert ist mit einem Mann, weil du ziemlich irritiert geguckt hast, als ich dir das erzählt habe und gemeint habe, dass ich diese Folge mit dir machen möchte. Und ich habe mir dann eben gedacht, vielleicht liegt das daran, dass ich so emotional bin. Hm. Ich würde dich aber auch als voll die emotionale Frau einschätzen. Voll emotional. Ich finde schön, dass du dieses Adjektiv, ist voll ein Adjektiv? Mega. Unterstützen. Hammer. Du bist hammer, krass, emotional am Start. Ja. Um so zu sprechen wie die RTL Beaches beim Bachelor oder so. Ja, ist schon so. Also ich bin ja auch, also ich glaube, das kann jeder, der mich nur ansatzweise kennt, bestätigen. Ich bin tatsächlich voll hart, krass, mega emotional. Aber wie gesagt, also ich... Ja, hatte dieses Erlebnis jetzt so noch nicht, aber ja. Weißt du, ich glaube, es sind auch, naja gut, ich meine, du hast bei der Selbstbefriedigung hast du auch ein paar Tränen rausgedrückt. Mhm. Ich könnte mir das jetzt voll schwer bei einer Frau vorstellen, die sich immer unter Kontrolle hat, die da irgendwie so streng irgendwie durch die Gänge schreitet und nie irgendwie so einen Gefühlsausbruch hat. Bei der könnte ich es mir gerade vorstellen. Weil der gerade. Mhm, dass die dann quasi so hinter verschlossenen Türen, dass die dann echt alles loslässt und sagt, oder sich gar nichts sagt, nur einfach nur noch fühlt und nicht mehr denkt, sondern einfach nur noch rauslässt. Das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Aber dir wäre es wahrscheinlich mega peinlich. Aber na, also mir war es auch peinlich, muss ich auch ehrlich sagen. Jetzt ist es eigentlich nicht mehr so ein Thema bei meinem Mann und mir, wenn es mal wieder passiert. Oder ich spreche es auch gar nicht mehr an. Ist es ihm denn schon mal passiert? Dass er geheult hat? Nee. Ey, der hat nicht mal bei der Geburt unseres Sohnes geheult. Dem ultimativ emotionalen Erlebnis deines Lebens. Und bei der Hochzeit? Auch nicht. Na, wobei. Ein bisschen. Die Augen wurden feucht. Das ist die Frage, wie man das deuten möchte. Aber wie hat dein Mann beim ersten Mal reagiert, als du quasi feuchte Augen bekommen hast? Also jetzt nicht bei der Hochzeit, sondern beim Sex. Boah, lass mich mal überlegen. Ich glaube, es war ähnlich wie bei meinem Ex-Freund. Ich bin da auch einfach so aufgestanden und bin erstmal ins Bad, um mich eben, ja, um zu pinkeln, um mal ehrlich zu sein. Ja, erstmal die ganzen Schmodder raus. Der Klassiker, oder? Und dann saß ich so auf dem Klo und habe halt gepinkelt und dann ging es da irgendwie los, dass ich da dann so richtig, also mir hat so die Tränen runtergelaufen und er kam danach ins Bad und guckt mich so an und sagt, alles klar bei dir? Und da habe ich so gemeint, ja, alles gut, aber ich bin gerade so krass emotional. Und er hat dann eigentlich total lieb reagiert, hat gelächelt, hat mich dann so auf die Stirn geküsst. Meine Haare gestreichelt, hat gemeint, es muss doch nicht emotional sein, ist doch alles gut. Und dann habe ich gemeint, ja, es ist ja alles gut. Es ist jetzt nicht, dass ich traurig bin, dass es vorbei ist oder so. Ich nehme mich nochmal. Sondern, dass ich es einfach gerade total schön fand. Also ich habe ihm dann auch gesagt, so ja, kannst ja stolz auf dich sein, dass du das geschafft hast. Oh. Dass ich es so gut finde, dass ich weinen muss. Und inzwischen ist das, glaube ich, schon auch für ihn nochmal so ein, ja, so eine ultimative Bestätigung. Weißt du was? Jetzt fühle ich mich gerade so ein bisschen schlecht, dass ich noch nie geweint habe nach dem Sex mit meinem Freund. So wie du das beschreibst. Die Frage, hattest du schon mal so einen mega, mega guten Sex? Ja. So gut, dass du gedacht hast, jetzt platzt du und deswegen musstest du heulen. Ja. Ist noch, ist fast, ja, keine gestern. Ahnung. Nee, ernsthaft? Wir hatten, gestern... Ich habe es gerade vor, es ist noch gar nicht so lange her, ich habe es gerade vorhin erwähnt, habe ihm nochmal gesagt, oh, gestern war richtig gut. Er hat mich versucht zu locken mit irgendwie, ich möchte demnächst zu meinen Freunden nach Frankfurt fahren für so ein Zockerwochenende, würdest du da eine Donauwelle backen? Und du bekommst dann im Gegensatz einen Kuss und Sex. Und ich nur so, ja, wenn er so ist wie gestern,
auf jeden Fall gerne. Und dann sagt er ja, so von wegen, wie die, als wären die davor nicht so gut gewesen, ne? Das stimmt ja nicht. Aber das gestern ist einfach noch so brandaktuell. Und wenn ich es jetzt mit deinem Gefühlsleben so ein bisschen vergleiche, dann hätte ich da am liebsten geheult, weil es so schön war. Aber ich war eher so, oh Gott, ich will nochmal. Ich sag dir nur eines, Maya. Ich bin mir jetzt sicher, dass er jedes Mal, er weiß genau, wann wir die neuen Folgen aufnehmen und also entweder am selben Tag oder einen Tag davor nimmt er dich so richtig durch. Das ist jetzt aber schon vermehrt passiert. Stimmt. Doch, ich schwör's dir. Es ist schon mehrmals passiert, dass du immer gesagt hast, so, oh mein Gott, ich hatte Sex, er war so Wahnsinn. Ja, erzähl mal, was hat er diesmal mit dir getan? Nee, andersrum. Ich war obendrauf, verstehst du? Andersrum, also er hat mich diesmal nicht genommen, so von hinten, Klassiker, sondern es war ein bisschen Lecken, ein bisschen Fingern dabei und danach habe ich gesagt, leg dich hin und dann habe ich ihn quasi geritten. Was heißt quasi? Das quasi können wir streichen. Und es ist halt so, ich spüre es deutlich besser, wenn ich obendrauf bin. Das ist klar, anatomisch logisch. Ja, aber ja, geht mir auch so. Dieses Mal, ich weiß nicht, ich war auch relativ oft unten, wir haben uns viel geküsst, wir waren mit den Gesichtern ziemlich nah beieinander und ich glaube, das war auch so, diese extreme Intimität war schon ziemlich rattenscharf. Ich war eigentlich dauerfeucht. Achso, ja gut, angefangen mit Blasen und so. Also es war einfach insgesamt, das hat sich so gesteigert, dass ich einfach extrem feucht war und geil gekommen bin und das war schon, war, aber wir hatten es ja eigentlich gerade über andere feuchte Themen und zwar über Tränen. So. Warte, ich wollte noch was dazu sagen, okay. Weil im Moment, wo du das erzählt hast, kam mir noch was, hab mir gerade gedacht, vielleicht liegt es auch daran, wie es dir in diesem Moment geht, also weil ich habe, also weißt du, ich konnte jetzt nicht sagen, das war das beste Mal in meinem Leben und deswegen habe ich geweint. Mhm. Sondern es war auch dieses, was du gesagt hast, extreme Intimität und gerade auch, ja, wenn man so super nah beieinander ist und sich irgendwie ständig küsst und so, das gehört auf jeden Fall dazu. Aber vielleicht ist es halt auch so, du musst in einer bestimmten Stimmung sein und wenn du dann in dieser Stimmung auch noch so super schönen Sex hast, wo du dir wirklich super nah bist, dann passiert es halt. Also es hätte sein können, dass ich in so einer Situation, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, geheult hätte oder halt auch nicht, also je nach Stimmung. Vielleicht spielen da auch noch ein paar andere Faktoren mit, also muss ja eigentlich schon fast so sein, dass dich, keine Ahnung, vielleicht seid ihr irgendwie besonderer Jahrestag oder keine Ahnung und ihr seid ohnehin gerade auf so einer emotionalen Ebene. So wäre ich nicht so, oh, heute ist unser Jahrestag und du hast mir aber so vielleicht, besorgt. Weil man nicht unbedingt, weil Jahrestag ist, aber vielleicht, weil man an dem Tag über besonders wichtige, schöne Dinge spricht, die man erlebt hat. Also, ja, Jahrestag ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber weißt du so, wo man irgendwie über viele tiefer gehende Dinge spricht und klar, keine Ahnung, es ist ja nicht immer die pure Geilheit, die zum Sex führt, sondern manchmal auch die pure Liebe. Ja, weil man sich halt einfach gerade so zu ihm hingezogen fühlt und das einfach noch intensivieren möchte. Also wir haben jetzt ja bisher nur darüber gesprochen, dass man weint, beziehungsweise uns beiden ist es bisher schon passiert, dass wir geweint haben nach dem Orgasmus, weil es so gut war. Und es gibt aber auch dieses bekannte Phänomen von großer Traurigkeit nach dem Sex, also auch besonders nach dem Orgasmus. Das wird in der Wissenschaft als Postcoital Dysphoria, also PCD, postcoitale Traurigkeit, könnte man es übersetzen, beschrieben. Und das wurde bislang vor allem, tada, wen wundert's, an Frauen untersucht. Finde ich auch schon wieder so klischeehaft, nervt mich schon wieder direkt. Oder? Ja. Natürlich, ja. Und es haben zum Beispiel Psychologen aus Australien und der Schweiz an 1500 Frauen nicht getestet, aber die haben sie ja dazu befragt. Die haben 1500 Frauen durchgebumst und geschaut, welche von denen. Sorry, aber das war gerade echt gut. Okay, aber ja, okay, zurück. Also sie haben die dazu befragt. Ja, also wie auch immer, eine Studie dazu geführt. Nee, die wurden befragt. Und 46% von diesen Frauen haben angegeben, dass sie mindestens schon einmal nach einem Orgasmus
ein Gefühl von großer Traurigkeit oder auch Melancholie verspürt haben. Und das auch so bezeichnet, dass sie schlicht das Bedürfnis hatten, loszuweinen. Aber eben nicht vor Glück, sondern vor Trauer. Und das passiert, so die Psychologen, vor allem bei Menschen mit angekratztem Selbstwertgefühl. Das fand ich irgendwie total spannend. Und hat wohl was mit der Angst von Selbstverlust zu tun. Weil man sich eben, so sagen die, beim Sex verliert, also in dem Partner verliert. Und dieses Gefühl dann nach diesem Orgasmus, wenn es also sozusagen vorbei ist, nochmal so hochkommt und man dann so eine Urangst, eine Verlustangst irgendwie hat und deswegen völlig fertig mit der Welt ist. Ja. Ja, ja, sowas Ähnliches habe ich tatsächlich auch gelesen. Laut den Wissenschaftlern könnte eine weitere Möglichkeit sein, dass die Betroffenen schon mal missbrauchähnliche Erfahrungen gemacht haben und die dann ganz normal beim Sex hochkommen. Das ist bewusst oder unbewusst, aber es klingt absolut plausibel. Und die andere sehr interessante These von diesen Wissenschaftlern ist, dass es eben auch Leute gibt, die wohl Schwierigkeit mit ihrer Rolle in der Beziehung haben. Also soll heißen, sie sollen sich in einer engen sozialen Bindung nicht vom anderen abgrenzen können, also sondern eher mit ihm verschmelzen. Verstehst du? Ja, das ist wahrscheinlich diese Verlustangst. Genau, genau, das, was du eben gesagt hast. Nach dem Höhepunkt, also einen Moment der innigen Liebe, ja, der starken Verbundenheit, kommt dann für sie quasi ganz abrupt das Ende. Also wenn zum Beispiel auch nur der Partner kurz aufs Klo geht, ja, also dann gleicht es quasi mit einer Trennung für die. Also so heißt es in der Studie auf jeden Fall. Ich kann das irgendwie nachvollziehen. Also mir ist es noch nicht passiert, aber ich meine, wenn du halt so ein super schönes Erlebnis hast und du bist halt wirklich, beim Sex bist du halt eins, ja, weil der Mann ist in dir, also das ist ja wirklich die Vereinigung von zwei Körpern, die zu einem verschmelzen und wenn das dann wieder weggeht, irgendwie konnte ich mir das total gut vorstellen. Ich kann mir das wirklich auch gut vorstellen und ich bin Gott froh, dass es mir nicht so geht. Aber ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, die so sehr in der Partnerschaft mit dem anderen verschmelzen, dass sie es in dem Moment auch nicht trennen können emotional. Dass sie tatsächlich dann so einen Verlustmoment erleben, wenn er dann rausgeht. Der ist aber halt auch nur unbewusst. Also du wirst dir ja in dem Moment nicht bewusst und sagst, oh Gott, bitte komm zurück, geh nicht aufs Klo. Also das ist ja unbewusst, sondern du spürst halt einfach so eine Angst. Du bist jetzt halt wieder alleine. Also du bist, diese Verbindung der Körper ist halt aufgelöst. Ja, ich habe jedenfalls mir dann gedacht, ja geil, haben sie natürlich an Frauen getestet, weil die Frauen sich alleine nicht als vollwertig fühlen oder was. Was für eine bescheuerte Idee, da erstmal nur Frauen zu nehmen. Und ich habe dann geguckt, ob man sowas inzwischen auch schon mit Männern gemacht hat. Und ich bin tatsächlich fündig geworden. Ach. Ja, es wurden auch schon Männer zu diesem Thema befragt und siehe da, es haben auch 41% aller Männer angegeben, schon mal das, so diese starke Melancholie und diese starke Traurigkeit und diesen Downer einfach nach dem Orgasmus verspürt zu haben. Also auch genauso wie die Frauen einfach dieses Bedürfnis zu heulen, ob sie jetzt geheult haben oder nicht. Das wurde nicht gefragt, beziehungsweise habe ich jetzt nicht rausgefunden. Aber scheint Frauen und Männern gleich zu gehen. Ja, sind ja nur, was waren es jetzt, 5% Unterschied. Ich habe aber noch nie von einem Mann gehört, dass er nach dem Sex geweint hat. Ich habe es aber auch ehrlich gesagt noch nie von einer Freundin gehört. Das ist echt sowas, ich glaube, darüber spricht man nicht mit Freundinnen. Ich habe meinen Freund aber auf das Thema angesprochen und habe ihn gefragt, weil bei uns ist es jetzt beiden noch nie passiert, in unserer Partnerschaft, aber auch ihm ist es tatsächlich noch nie passiert, dass es also weder eine Frau bei ihm getan hätte nach dem Sex oder dass er geheult hätte. Also wir kennen das jetzt beide so in diesem Maß oder in dieser, ja, haben wir noch nie erlebt. Schlechter Sex, Maya. Ja, wahrscheinlich. Einfach schlechten Sex. Aber ich glaube, ich wäre tatsächlich wirklich sehr irritiert, wenn mein Partner, ob das jetzt mein Fester wäre oder auch nicht, auf einmal anfangen würde, loszuheulen. Ja, es ist ja nicht losheulen. Es ist halt, du bekommst feuchte Augen, du bist halt so. Also wir hatten ja, mein Mann und ich hatten ja neulich, habe ich ja auch schon erzählt, diesen ekstatischen Kamasutra-Sex. Ja. Er hatte ja auch so ein krasses Gefühl.
wo ich ihn ja so super heiß, so Tantra-Massage an ihm angewendet habe. Und da war er ja auch so extrem in der Ekstase. Wenn er da jetzt geweint hätte oder wenn da jetzt die Augen von ihm feucht geworden wären, es hätte mich, glaube ich, überhaupt nicht irritiert. Oder es hätte eigentlich sogar gepasst, wenn es jetzt passiert wäre, dann wäre es für mich jetzt gar nicht schlimm gewesen. Es gibt übrigens noch andere Reaktionen nach dem Sex. Es gibt tatsächlich Leute, die fangen unabsichtlich an, lautstark zu lachen. Und wieder andere, die fallen tatsächlich nach dem Sex in Ohnmacht. Aber nee. Ja, doch wirklich. Wer fällt denn in Ohnmacht? Ich habe auch noch keinen kennengelernt. Wie geil ist das denn? Aber es ist schon wie geil krass. Ist das denn? Ich denke wirklich, dass es so hochkocht, dass da keine Luft mehr nach oben kommt. Ich hätte Schiss, dass der gestorben wäre. Ich hätte gedacht, der hat einen Herzinfarkt beim Orgasmus bekommen und ist jetzt tot. Mhm. Aber lautstark zu lachen, wir lachen eigentlich immer nach dem Orgasmus, mein Mann und ich. Ihr nicht? Wir kriegen eigentlich immer einen Lachanfall danach. Nee. Ehrlich? Ist das jetzt dein Ernst? Das ist mein voller Ernst. Ihr fangt lautstark an mit Lachen? Aber hallo. What? Weil wir uns, also und ja, und das, aber beide immer. Und das kenne ich auch von all meinen Ex-Freunden. Also, okay, ich habe schon gelacht, ja. Ich erinnere mich an eine Situation mit meinem Ex-Freund. Da, wie war das? Habe ich eben, wir haben versucht, miteinander zu schlafen. Und es war super okay, eng. Ihr habt's versucht. Ja, es was war heißt das? Oben in so einem Hochbett, es war auf dem Schiff. Haha, wen wundert's? Und dort hat mein Kopf die ganze Zeit oben dran geknallt an diese Decke und so Sachen. Und das war dann halt natürlich witzig, oder wenn mir mal irgendwie der Schwanz zu tief reingesteckt wird vom Partner, ja, irgendwie beim Blasen, dann müssen wir natürlich auch lachen, ja, weil das witzig ist. Mhm. Aber ich habe das, also wir haben, nee. Ich habe noch nie. Ey, ich würde jetzt so gerne mal, weißt du, ich würde euch gerne, das klingt jetzt total pervers, aber ich würde euch gerne mal beim Sex zugucken. Mal schauen, wie das so, was der Unterschied ist. Also es ist jetzt ohne Wertung, aber es scheint, dass ihr emotionsloser Sex habt. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also ihr lacht nicht, ihr heult nicht. Oh Gott, sind wir schrecklich. Du gibst mir gerade ein wahnsinnig minderwertiges Gefühl. Was ist los bei euch? So, fühlt sich's an, also wie zwei so Bretter, die das aufeinander reiben und dann so, und dann rollt ihr euch voneinander fertig. Oh Gott. Nein, Quatsch. Also wir Nein, haben wohl Quatsch. Emotionen auch beim Sex, aber jetzt, wie gesagt, also wir haben danach noch nie gelacht. Also wir lächeln echt, uns noch an nie? Oder wie krass. So. Aber ehrlich, wir lachen echt jedes Mal. Jedes verdammte Mal. Aber das ist halt auch so, ich meine, das ist wahrscheinlich auch so, jetzt gerade, wo ich das sage, ich habe da davor gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist ja auch eine Emotion. Und Lachen ist ja auch so eine, weißt du, so eine große Emotion wie Weinen, die dann einfach aus dir herausbricht. Aha. Das kannst du ja auch nicht zurückhalten. Und ja, wenn du nicht weißt, wohin mit deinen Gefühlen, mit deinen Emotionen, wenn es halt einfach so gut war, lachst du halt. Und ich muss schon sagen, dass wir haben halt einfach echt fast immer, wenn wir es miteinander treiben, echt guten Sex. Hm. Jetzt fühle ich mich, als wären wir Freaks. Guck mal, was das für ein Ballspiel ist bei uns. Du guckst, dass ich mich minderwertig fühle und ich gucke, ja, genau. Dass du dich irgendwie freakig fühlst. Super, das läuft mit uns. Wie wäre es, wenn wir jetzt einfach mal gucken, was wir sonst noch so für Freaks in unserer Folge haben? Ja, let's go. Es war wirklich schwer, unter den ganzen Sprachnachrichten, die wir bekommen haben, so die besten drei auszuwerten, also auszuwählen. Deswegen, jetzt, wir haben einfach mal drei relativ verschiedene genommen. Sagen wir es mal so. Ich kenne das auf jeden Fall. Mein Freund und ich sind jetzt 1,5 Jahre zusammen und wir haben in dem letzten Jahr ziemlich viel Emotionales gemeinsam durchgemacht, sodass unsere emotionale Ebene doch sehr gestärkt ist. Und daher kenne ich das, dass wenn man unglaublich guten Sex hat und der einen eben emotional total berührt und einen total überwältigt, man danach so tatsächlich irgendwie Tränen hat, aber auch nicht so weinerliche Tränen, sondern ja auch irgendwie so ein Stück weit vielleicht Freudentränen. Mit meinem jetzigen Freund habe ich damit überhaupt kein Problem, weil der das total schön findet und ihm das so eine Bestätigung gibt dafür, dass wir uns
so sehr lieben und so eine tolle Vertrauensebene zueinander haben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auch vollkommen falsch ankommen kann. Und zwar hatte ich letztens was mit einem Kerl. Der Sex war auch immer ein bisschen härter. Und während der Ekstase hatte ich ihm dann eine Ohrfeige verpasst und hätte nicht mit dem Echo gerechnet, weil er mir dann direkt eine zurückgeklebt hat. Aber sowas von. Ich habe mich total erschrocken. Bin dann aufgestanden, heulend, um zu gucken, ob ich Nasenbluten habe. Hatte ich aber nicht. Und er hat einfach nur gelacht und gesagt, hier, du musst mit dem Echo rechnen, wenn du mir eine scheuerst. Hi, hier ist Jessi und ich wollte was zu dem Thema Weinen beim Sex sagen. Als ich das bei eurem Podcast gehört habe, war ich sogar ziemlich schockiert, weil ich nicht wusste, dass das mehreren passiert. Und ich dachte, das wäre total crazy an mir. Aber das ist mir tatsächlich schon öfter passiert, nämlich mit meinem Freund, mit dem ich jetzt auch noch zusammen bin. Und ja, das passiert eigentlich meistens, wenn der Sex richtig, richtig, richtig gut war, aber auch sehr leidenschaftlich und mit sehr viel Liebe und einfach ja sehr zärtlich, und ja, danach musste ich dann weinen. Mein Freund hat das eigentlich ganz normal angenommen. Er hat erst komisch geguckt, aber dann fand er das irgendwie süß. Ja, ich habe zwei Erfahrungen damit gemacht. Einen war das bei einer meiner ersten sexuellen Erfahrungen mit einem Typen, der war auch etwas älter als ich, und ja, wir hatten so eine Art Affäre, und dann hatte er mich eines Abends geleckt und gefingert, und irgendwie war das unangenehm vom Gefühl her, also von der Empfindung. Dann habe ich ihm gesagt, dass er mich nicht so stark fingern soll, und das hat er aber irgendwie nicht verstanden und hat dann weitergemacht, und irgendwie hatte ich dann Schmerzen und habe dann deswegen, also nicht wirklich geweint, aber ein paar Tränen verdrückt, die waren dann aber relativ schnell auch wieder weg, und wir haben einfach ganz normal weitergemacht, und er hat es leider auch gar nicht mitbekommen. Ich habe dann aber blöderweise auch nichts gesagt. Und die zweite Erfahrung ist, dass bei mir, wenn ich masturbiere, manchmal vorkommt, besonders wenn ich Liebeskummer habe, dass ich dann zum Beispiel an den Sex mit dieser Person denke, und wenn ich dann einen Orgasmus habe, irgendwie besonders dann stark an diese Person denke, und ich dann danach anfangen muss zu weinen, weil mich das dann irgendwie traurig macht, dass es dann vorbei ist und dass ich mit dieser Person wahrscheinlich nie wieder Sex haben werde. Harter Sex, sie scheuert dem Mann eine, er scheuert ihr darauf genauso eine. Alter, was ist bei denen denn los? What? Ich habe auch so lachen müssen, als ich das gehört habe. Alter Schwede, das ist schon, wow, also sie hatte Nasenbluten, um Gottes Willen. Nee, sie hatte Angst, dass sie Nasenbluten hatte. Ach so, okay. Damit musst du rechnen, wenn du mir eine scheuerst, dass ich dir eine zurückgebe. Ja klar, aber muss ich damit rechnen, dass du mir die Birne irgendwie weich klopfst? Alter, geht's noch? Das ist schon echt brutal, ey. Also ich... Also es ist schon echt hart, also... Ja. Gut, also... Pass auf, ich kenne das. Ich kenne das, wenn die Emotionen ein bisschen, oder beziehungsweise wenn du im Eifer des Gefechts mal ein bisschen zu grob wirst. Also ich kenne das wirklich nicht unbedingt von mir, aber ja, bei meinem Freund ist es schon oftmals, dass der das nicht wirklich einschätzen kann, wie das ankommt, also wie mir das wehtut, weil ich halt auch ein anderes Empfinden habe und er halt auch einfach mehr Kraft, und er kann das oftmals echt schlecht handeln. Aber was macht er denn bei dir? Na, wenn er mir dann mal eine hinten drauf gibt, dass wehtut, dass mir das wehtut. Aber das ist meistens eher beim so Plänkeln, also nicht beim Sex, sondern eher so, dann wenn wir dann so rumplänkeln miteinander. Also das. Maja, und jetzt stell dir mal vor, er hätte dir so heftig auf den Arsch geklatscht, dass du angefangen hättest zu heulen. Da wäre ich durch. Also dann wäre, also ich glaube, das wäre durchaus ein Thema, wo wir dann danach durchaus nochmal drüber gesprochen hätten. Um mal auf andere Sprachnachrichten nochmal einzugehen, Ich finde es total gut. Im Nachhinein finde ich es richtig gut, muss ich mir auf die Schulter klopfen, dass wir dieses Thema angesprochen haben. Weil wir haben wirklich von einigen Frauen diese Rückmeldung bekommen, so, oh krass, ich dachte immer, ich bin die Einzige, die sowas macht, die halt nach dem Sex heult. Und es ist auch dann ganz gut, mal irgendwie zu hören, oder ich fand es dann auch total gut, mal zu hören, hey, es gibt echt viele, also ich meine, richtig, richtig viele Frauen haben sich bei uns gemeldet und gesagt, passiert mir ständig.
Und zu der letzten Sprachnachricht, da muss man halt wirklich laut Stopp sagen. Also es kann schon sein, dass der Typ, wenn er da unten wie Lassie zugange ist, dich nicht richtig hört, wenn du sagst, hey, hör mal auf, und deine Oberschenkel sind irgendwie über seinen Ohren gepresst. Aber dann ziehst du den Typen an den Haaren zu dir hoch und sagst ihm, Alter, das ist zu heftig, was du da machst, das tut mir weh. Es ist ja auch eine sehr stark kontrollierte Frau, die jetzt da liegt und, also denke ich jetzt, die das so ein bisschen über sich ergehen lässt, statt, wie wir es schon öfter jetzt mal angesprochen haben, auch Nein zu sagen und hey, stopp, wie du selbst sagst, ne? Das gefällt mir nicht. Also meine natürliche Reaktion wäre wahrscheinlich sogar, dass ich den Typ wegstoßen würde, direkt. Weil wenn mir jemand wehtut, versuche ich das zu verhindern. Ja. Also das tut mir gerade, ich muss ja gerade, wie du siehst, die Beine so ein bisschen verschränken. Ich presse gerade so ein bisschen die Beine aneinander, weil mir das wirklich wehtut, wenn ich das auch höre. Zum einen natürlich für alle Frauen nochmal so, sagt Stopp, weil ich glaube, es macht auch keinem Mann Spaß, im Nachhinein zu erfahren, hey, es hat mir wehgetan und ich hatte Schmerzen und ich fand es nicht so geil. Weil der Mann möchte dir ja, also im Normalfall, wenn der jetzt nicht irgendwie total gestört ist, dir ja Freude bereiten und dir was Schönes irgendwie zufügen. Und vielleicht auch nochmal so den Tipp für die Männer, dass man immer wieder mal guckt, mal Augenkontakt hält und schaut, wie ist eigentlich ihr Gesichtsausdruck gerade. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn wir im Eifer des Gefechts heftiger zugange sind und mein Mann mir dann anfängt weh zu tun, weil er halt so krass hart reinstößt, dann sieht man mir das sofort am Gesichtsausdruck an, aber sofort. Je nachdem, und wie er dich nimmt, also, und ob er dein Gesicht sieht. Ja, genau. Man braucht ja immer so ein bisschen, so ein paar Stöße, um zu merken, so okay, also er ändert jetzt nicht den Kurs, dann sage ich schon was. Aber wenn man dann mal immer wieder mal guckt, so ja, wie ist gerade ihr Körper? Oder zum Beispiel ist es, wenn er jetzt mein Gesicht nicht sieht im Doggy-Style, dann mache ich aber auch, weißt du, dann mache ich so einen Katzenbuckel. Also dann schiebe ich mein Becken zurück. Du machst also einen Katzenbuckel, aha. Wenn er dann zu hart und zu tief reingeht, dann, weißt du, dann schiebst du dich raus. Und wenn es gut ist, dann bist du so richtig schön im Hohlkreuz. Ich finde, das sind auch so diese kleinen Zeichen. Ja, aber ja gut, ich meine, die kleinen Zeichen, die erkennst du, wenn du natürlich mit einem Partner öfter Sex hast. Aber jetzt so gerade bei kleinen Affären oder kurzen und ganz kurzweiligen, da einfach klar und deutlich sagen, was da gerade nicht ist. Es kann ja, wie gesagt, es muss ja nicht mal eine böse Absicht dahinter stecken. Kann ja sein, dass es seine vorige Partnerin richtig geil fand, wenn sie so richtig hart gefingert wurde. Aber ja, klar. Wenn du da eben anders empfindest, dann ist es überhaupt gar kein Abbruch zu sagen, so du, pass auf, ein bisschen, warte, oder mal ein bisschen zurückziehen, ein bisschen softer. Vielleicht ist es dann auch schöner. Ich muss da gerade dran denken, wie ich meinem Mann am Anfang eingeblasen habe. Da hatte ich davor einen Freund, der total drauf stand, wenn ich so die Zähne dabei benutzt habe und ein bisschen gröber halt geblasen habe. Und mein Mann fand es so schrecklich und hat aber auch sofort so, wow, was geht denn bei dir ab? Hast du Hunger, Baby? Das ist nicht gut. Also ja, kann man dann auch einfach sagen, bevor man dann, ich stelle mir gerade vor, wenn er nichts gesagt hätte und einfach angefangen hätte zu heulen. Oh, wow. Das tut einem dann natürlich total leid, also würde ich mich total schlecht fühlen. Ja. Ja, und wir haben ja auch echt nur Sprachnachrichten von Frauen bekommen. Es passiert uns irgendwie häufiger, dass sich Frauen viel mehr zu Wort melden bei Oh Baby als die Männer. Wir fragen uns aber, wie kommt es bei einem Mann an, wenn wir plötzlich neben ihm liegen, er sich gerade noch in uns abgerackert hat und wir im Bestfall keuchend auf ihm Rodeo gespielt haben und in der nächsten Sekunde eben das Heulen anfangen. Wie gut nur, dass wir Erik, unseren jungen Single-Stecher, haben, der uns bei genau diesen Fragen immer ganz ehrlich Rede und Antwort steht. Meine einzige Erfahrung mit Weinen beim Sex ist halt eigentlich negativ, weil meine damalige Freundin halt irgendwas war da in der Familie im Vorfeld und beim Sex hat sie dann abgeschaltet und Sex fungiert ja schon so als emotionaler Katalysator. Und dann war der Sex halt vorbei und dann kam das halt doppelt und dreifach zurück und dann lag sie da und hat geweint und ich war komplett überfordert, weil ich wusste halt überhaupt nicht, was los war. Und das wäre halt schon irgendwie, glaube ich, ganz cool, das auch mal in der anderen Art zu haben, glücklich. Also ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht, was ich tun würde, wenn es denn jemals mal passieren sollte, denn es ist noch nicht passiert.
Und Möglichkeit eins wäre, dass es mich halt total pusht, dass mein Ego erstmal für 3-4 Tage unantastbar wäre und mir könnte keiner was. Denn es ist ja schon ein Riesenkompliment, wenn wir wirklich von tiefem Glück reden und Freudentränen. Auf der anderen Seite, erstmal wäre ich höchstwahrscheinlich extrem verstört, weil Tränen sind halt immer noch Tränen und Weinen ist für mich immer erstmal negativ, egal was dann vielleicht später dabei rauskommt. Aber wenn sie erstmal weint, dann bin ich erstmal komplett überfordert. Bis jetzt handle ich das immer so, dass ich mich daneben setze und einfach die Fresse halte, Arm drum lege. Aber das wäre halt hier auch irgendwie die falsche Reaktion. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall würde ich lachen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn ich merke, es ist Glück, würde ich auf jeden Fall erstmal mit lachen. Ja, nicht nur Männer irritiert das, würde ich sagen. Also das würde, wie gesagt, auch eine Frau, glaube ich, irritieren, wenn auf einmal das Gegenüber anfängt zu heulen. Also scheinbar ja auch so richtig, ne? Also ich meine, das ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte. Ja. Sie hat ja jetzt auch wieder geheult, weil es ihr nicht gut ging. Ich glaube, das ist auch schwierig für einen Mann, dann plötzlich so umzuschalten. Weißt du, gerade eben hast du noch in die Frau reingestochen und im nächsten Moment hältst du sie in den Armen und tröstest sie. Aber ich kann mir auch das wieder voll gut vorstellen, dass halt einfach beim Sex ja so Blockaden gelöst werden. Was auch natürlich sehr gut sein kann und was ich mir auch wirklich gut vorstellen kann. Und ich überlege tatsächlich gerade, ob mir das schon mal passiert ist oder ob ich das einfach nur empathisch in einem Film mitbekommen habe oder von einer Freundin. Dass du tatsächlich mal nach dem Sex heulst, wenn du zum Beispiel dich gerade getrennt hast, ganz frisch und du bist selber noch verletzt und möchtest so nach dem Motto just get over it mit irgendjemandem anderen in die Kiste. So, und dann fickst du den anderen Typ und dann liegst du da und bereust es eigentlich zutiefst, dass du das jetzt getan hast, weil du natürlich emotional noch komplett in der anderen, gerade eben erst vergangenen Beziehung steckst. Mhm. Pass auf, ist lustig, dass du das gerade ansprichst. Mhm. Vanessa 19. Ach nee, geschriebener Social Media. Nee, ohne Witz. Witzig. Ja, mein Name ist Vanessa und mir ist es auch schon mal passiert, dass ich beim Sex geweint habe. Ich hatte zum ersten Mal mit meiner damaligen Freundschaft plus Sex. Er war ein guter Freund von mir und ich fühlte mich sehr wohl in seiner Gegenwart. Das Problem war jedoch, dass ich circa 2 Wochen vorher mit meinem 2-jährigen Freund Schluss gemacht habe. Also, sie waren 2 Jahre zusammen. Nicht, der Freund war nicht 2 Jahre alt. Sex schien mir zu dem Zeitpunkt eigentlich eine gute Ablenkung, bis ich ihn dann hatte. Ja. Scheinbar war ich noch nicht so gut über die Trennung hinweg, wie ich dachte. Ich hätte es selbst nicht gedacht, aber ich fing mitten während dem Sex an zu weinen. Zum Glück ging meine Freundschaft Plus damit sehr gut um. Ich find's so geil, dass sie ihn einfach Freundschaft Plus nennt. Mhm. Der Typ heißt Freundschaft Plus. Zum Glück ging meine Freundschaft Plus damit sehr gut um, was die ganze Situation ein bisschen weniger komisch machte. Sex hatten wir nach dem Tag auf jeden Fall noch viel. Ja, aber es ist ja, wie sie es so schön oder wie sie ihn so schön nennt, eben Freundschaft plus. Das heißt, die kannten sich wahrscheinlich schon ein bisschen länger und er wusste wahrscheinlich, was gerade bei ihr abgeht. Und deswegen konnte er da wahrscheinlich auch relativ gut drauf reagieren und fand es gar nicht so schlimm, wie jetzt so ein One-Night-Stand-Typ. Aber ich glaube, dass das Männern vielleicht auch das ein oder andere Mal passiert. Dass irgend so eine Ische, die sie gerade abgeschleppt haben, auf einmal da sitzt und flennt. Und dann denken sie, oh nee, ich habe schon wieder so eine gekriegt. Oh fuck. Ich finde, das muss doch für den Mann ultimativ erniedrigend sein. Ja. Also, ich meine, du hast Sex mit der Frau, du gibst dein Bestes. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und dann fängt die an zu heulen, weil sie an ihren Ex-Freund denkt, ja. Weil das offensichtlich, weil der so gut war, weil sie ihn geliebt hat. Und du hast gerade diesen mega intimen Moment mit ihr, du hast Sex mit ihr und sie denkt an den anderen Typen und wird plötzlich so traurig, weil sie sich von dem getrennt hat oder er sich von ihr. Mhm. Finde ich heftig. Ja. Also ich glaube, aber wie gesagt, also ich glaube, das passiert öfter bei jungen Paaren. Also bei wirklich jungen Ladies and Gentlemen, ja. Die eben gerade noch so in diesem, ich habe jetzt gerade einen Freund gehabt, wir sind jetzt ein Jahr zusammen gewesen oder ein halbes Jahr und jetzt habe ich mich getrennt, das ist alles so hart emotional, dass ja sie beim nächsten One-Night-Stand eben dann anfängt zu flennen. Und das ist dann halt wirklich so. Sieht das nicht so ins Lächerliche, ey? Ja, aber es ist doch. Jedes Mal hart emotional bei mir. Ja, aber ich finde das. Mit 17, mit 18, mit 19, mit 20. Ja, aber es ist doch auch oft so. Also, das ist halt da noch viel, viel gravierender und man nimmt das alles noch so viel
Man geht damit einfach nicht gut um. Also heutzutage würde ich das never ever machen, ja, mit jetzt meinen 30, würde ich jetzt never ever, sollte ich mich jemals von meinem Freund trennen oder sollte er sich von mir trennen, direkt mit einem Nächsten in die Kiste, das würde ich einfach nicht tun, weil ich weiß, das tut mir nicht gut und es hat damit gar nichts zu tun. Würde ich jetzt nicht so pauschal sagen. Wir machen ja eine Folge dazu in ein paar Wochen. Ja. Next. Da gehen wir da noch so richtig schön intensiv im Detail darauf ein. Lass uns mal auf die nächste eingehen. Genau. Kati, 19. Liebes O-Baby-Team, hell yes, ich habe schon geweint im Bett. Noch nie währenddessen, aber in den letzten Sekunden, die ich noch so eng mit meinem Freund verbringe, wenn wir uns beide komplett entspannen und noch kurz genießen, beieinander zu sein, kommt das schon ab und an mal vor, dass ich aus dem Nichts anfange zu weinen. Und wenn er mich fragt, warum ich weine, habe ich meistens selbst keinen Plan, außer dass die Gefühle irgendwie gerade so viel waren, dass sie sich halt zeigen. Meistens, weil es einfach sehr intensiv war und diese intensive Nähe zu den Menschen, den ich liebe, das auslöst. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sich emotionale Blockaden bei mir lösen. Einen wirklich negativen Grund hatte ich aber noch nie. Mittlerweile akzeptiert er einfach, dass ich eben weine. Letztens hat er mich gefragt, ob das jetzt eigentlich gut oder schlecht ist, dass ich so oft weine. Ich glaube, dass es gut ist, wenn Gefühl mit im Spiel ist und es gibt keinen Grund, das zu unterdrücken. Also liebe Grüße, Kati. Ich glaube auch tatsächlich, dass es einfach, wie sie schon schreibt, einfach auch gut ist, wenn sich was löst, wenn die rauskommen. Das ist aber auch bei mir so, wenn ich da nach dem Sex geweint habe, dass es einfach raus muss. Also das ist wirklich so das Gefühl, du denkst, du zerbärst es gleich und dann fängst du halt an zu heulen, um das irgendwie auszugleichen, dieses überwältigende Gefühl in dir. Also jetzt würde ich gerne während Sex neben euch sitzen, um dir einfach das Taschentuch zu reichen, weil ich habe das Bedürfnis, dich trösten zu wollen. Das klingt total Isa, bitteschön. Ja. Und jetzt kommt hier noch unser Highlight am Schluss. Ja, Beste kommt zum Schluss. Carlos 25. Liebes O-Baby-Team, auch mir sind nach dem Sex, besser gesagt nach dem Orgasmus, schon einmal die Tränen gekommen. Der Orgasmus war so intensiv und das Gefühl der Liebe zu meiner Partnerin so überwältigend, dass ich einfach vor Gefühlsduselei übergelaufen bin und mir die Tränen kamen. Meine Freundin war sehr irritiert, aber ich glaube, im Nachhinein hat sie sich darüber gefreut. Mir war es damals jedoch über die Maßen peinlich. Jetzt sehe ich das gelassener. Ich bin zwar ein Mann, kann aber doch genauso gefühlvoll sein wie eine Frau. Liebe Grüße. Wir bitten darum, dass ein Mann genauso gefühlvoll ist wie eine Frau oder sein kann. Ja. Und das finde ich jetzt gerade so schön, dass es auch ein Mann geschrieben hat. Ich finde das, da ist er ja. Der eine, der uns geschrieben hat, der dazu steht. Finde ich schön. Ja, genau. Vielleicht auch der eine, der das auch rauslässt. Vielleicht geht es ja ganz vielen Männern so, dass sie dieses Bedürfnis hätten, auch mal feuchte Augen zu kriegen, aber dass die dann denken so, ey, ich bin der Mann, ich habe hier gerade irgendwie, ja, ich war hier gerade der Oberstecher und jetzt muss ich stark sein. Also ich fände es überhaupt nicht irritierend, wie gesagt, wenn der Mann anfängt. Wenn der Mann genauso ein paar Tränchen sich wegdrücken muss wie die Frau. Ich auch nicht. Also wenn jetzt mein Herzallerliebster irgendwie nach dem Sex Tränen in den Augen kriegen würde, würde ich mich tatsächlich, also wenn ich das gut einschätzen könnte, er würde da vielleicht noch so ein Lächeln haben oder was auch immer, er würde es dazu auch erklären, dass es eben was Schönes ist, dann würde ich, glaube ich, gerade mit ihm heulen, weil ich das so schön finden würde. Also das ist ja schon eigentlich so, dass das ist schon, ich will jetzt auch weinen. Ich will, dass mein Freund weint. Vielleicht kriegst du ja deinen Freund noch zum Weinen, Maya. Allerdings nicht durch super emotionalen Sex, sondern du besorgst dir jetzt einen Stripe-on. Und besorgst es ihm so richtig damit und vielleicht fängt er dann an zu weinen. Der heult dann ganz sicher, ja. Ist nämlich Thema der nächsten Woche. Da gibt es einen ziemlich, ziemlich expliziten Oh-Baby-Hörer-Quickie. Es geht darum, es dem heterosexuellen Mann im Bett mit einem Stripe-on zu besorgen. Und wir haben dazu eine sehr detaillierte Hörernachricht bekommen. Und sprechen dann darüber, ob und wie wir uns das bei unseren Partnern vorstellen können. Vergesst uns aber, und das ist jetzt ganz wichtig, nicht
uns Sprachnachrichten mit euren Erfahrungen zum Thema Abtreibung zu schicken. Ganz, ganz wichtig. Freuen wir uns wirklich sehr drauf. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und kommt doch mal wieder. Oh yeah.